muss ich da runter?
Ich kann doch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Verdammt doch mal. Jetzt muss ich ja doch mal ein bisschen rummeckern. Das ist der Nachteil, wenn keine Bilder dabei sind. Warte mal, vielleicht. Ja, aber da waren wir doch schon. Da, wo es ein bisschen höher ist, da waren wir doch schon. Nochmal testen. Ja, und dann. Aber da ist doch hoch. Ach, das Haus kann ich da nicht bauen. Hauptsache erstmal, ich will wenigstens mal mit einem Weg wegkommen hier. Okay, so. Einmal. So. Ausgang. So. Kommt hier bestimmt. Ist auch zu tief, ne? Jo. Also wieder bauen. Dann gucken. Testen. So. Unser Ausgangshäuschen steht ja schon. Okay. Ja, das wird mal ein bisschen, das ist mal ein bisschen knifflig, 2 Euro, okay. Das bleibt so 20 Minuten. Und bitteschön. Bitteschön. Auf gutes Gelingen. Wie gesagt, ich hatte die schon mal, aber da war natürlich auf Felsen und dann bin ich einfach unterirdisch mit dem Weg weg. Das ging dann also auch noch. Was mit Wasserrutschen? Warum fährt denn keiner mehr? Oh. So viel Geld haben wir noch mal eingenommen. Ich meine, okay, es sind ein paar Stellen, die man vielleicht entschärfen könnte, aber die Hüte sehen so schön beknackt aus, hä?
dann schon wieder, na nicht auf sehr. Holzachterbahn, jetzt kommt die Holzachterbahn rasende Maus, na, die bauen wir jetzt nicht. Wir müssen vermeiden. Was macht der denn da? Ja, wieso das denn? Der sollte sich doch hier an meiner Hand festhalten. Wieso ist denn überhaupt reingegangen? Wahnsinn. Unberechenbar, hä? So. Weil normalerweise kann man die doch gar nicht über dem Wasser loslassen. Oder? War da nicht sowas? Keine Ahnung, warum da unbedingt. Ja, aber werde ich die Beerdigung bezahlen? Ist ja wenigstens ein Unfall. Dann war es ein Unfall bestimmt. Hat er bestimmt falsche Handschuhe angehabt und ist halt abgerutscht vom Haken oder? Keine Ahnung. Der Arme. Ah. So, welchen September haben wir? 26. Dann können wir mal die Werbetrommel anschmeißen. Einen freien Eintritt brauchen wir nicht. Hier machen wir. 4 Wochen. Nee, es sind ja bloß 4. So. Wir haben noch 4 Wochen. Einspurbahn. Keine Ahnung, 8 Bahn, 4, 8 Bahn, 5, 4. Ja, 4 Wochen. Hauptsache unsere Reservegäste kommen. Dass wir da ein Polster haben. Freie Fahrt. Hier fährst du mal auf Achterbahn 3. Was auch immer das sein mag. Gratis Speisen oder Getränke. Hier, da kann ich nichts. Kaffee, dann gibt es kostenlos Kaffee. So, dann spielen wir mal Amerika. Hä? Das hier, glaube ich, kostet glaube ich auch nichts, habe ich mal gehört. Also, dann habe ich mich doch nicht abgeschickt oder was? 2 Wochen, 4 Wochen. Ich dachte schon, wollte ich mehr Kaffee nicht oder was? So. Ah, jetzt. Ja, Kaffee-Crema, weißt du? Okay, Espresso gibt es auch und Risotto und Rastretto, dann doch so eine andere Sorte da auch mit Restro, was mit Restro. Restaurante gibt es auch Kaffee, ja. Solchen Kaffee bieten wir dann hier auch an. Wir sind ja flexibel. Okay, funktioniert, kommen. Aber wir haben ja auch schon Oktober. So, unser Hähnchen. Haben wir irgendwas verpasst? Freien Fall oder was? Und von dem träume ich ja schon, ne? Gerade gesehen, hier haben wir die überhaupt schon Überkopfschiffsschaukel, haben wir die schon? Ich weiß gar nicht.
Oder ist erst so spät gekommen? Fahren Sie denn mit unserer neuen Attraktion? Ja. Okay. Na, Hauptsache, die haben Beschäftigung. Aber wo soll ich hier hinbauen? So. Schiffsschaukel. Ja, wie gesagt, das irritiert ja immer, weil die auch Schiffsschaukel heißt. Aber egal. Aha. Muss ich runter? Okay, so. Ach stimmt ja, wir haben ja auf den Felsen gebaut. Dadurch müssen wir runter. Jo. Alles andere ist ja bündig mit der Wasseroberfläche. Okay, Besucher. Strom fließt noch. 2 Wochen. Enterprise auch wieder schön, schön gefüllt. Ja, ich meine, okay, natürlich, die Preise waren natürlich auch happig zwischendurch, aber sonst hätten wir unser Ergebnis nicht erreicht. Virginia. Gut, bauen wir jetzt nicht mehr. Auch ein sehr schönes Teil, Virginia. Macht auch Spaß. Ich will mir noch ein bisschen meine selbst gebaute oder geänderte Dings beobachten. Schon hier schön darum. Hä? Aber sie bleiben nicht mehr hängen. Das ist ja auch was verzögert hat. Den Geldfluss. Vielleicht werde ich das in Zukunft dann öfter mal machen gleich. Richtig mit Erregungsrate immer noch 2,46 ist, also trotzdem nicht, auch wenn die da so rumpfeifen, ist trotzdem noch nicht gefährlich. Gut. Da brauchen wir keine Angst haben, ne? Dass irgendwas schief geht. Sollte ja nicht. Hauptsache kein Stau und keine Unfälle. Oh, mein Rudern läuft auch noch. Ja, guck, da stehen auch noch welche. Sehr gut. Danke für die Treue. Ja, das ist ja unser Schiffsschaukel. Hat aber mit der, die wir jetzt zuletzt gebaut haben, gar nichts zu tun. Das irritiert mich dann immer. Oh, Enterprise. Ja, Gott sei Dank haben wir es ja gleich geschafft.
dass wir die Ausfälle von Enterprise nicht mehr so befürchten müssen. Ah, es klärt sich auf. Zum Wolkenbruch? Nein, hatten wir schon, ne? Ist doch wirklich heller geworden. Packen Sie bestimmt die Schirme gleich weg. Meine Wasserrutsche. Ja, bring mal meinen Scheiß in Ordnung. Oh, danke schön. Prima.